aufgekommen. Deine Verbindung zu ihm ist immer noch da, verstehst du? Was? Hier. Gib ihm das von mir. Ist wichtig, okay? Ist das... Was zum... So, bevor ich jetzt hier weitergehe, für die YouTube-Zuschauer entschuldigt, ich habe gerade gesehen, meine Aufnahme ist nicht richtig gelaufen. Wir haben jetzt vielleicht 5 Minuten verpasst. Das heißt, ich bin jetzt einfach unten von dieser Kanalisation, wo wir waren, von diesem U-Bahn-Schacht, einfach nur wieder hochgeschlichen. Wir haben 2, 3 Viecher getötet und jetzt sind wir hier wieder in der Hauptzentrale von unserem Kameraden. Das tut mir furchtbar leid, dass wir da jetzt erst einsteigen können auf YouTube. Aber irgendwie ist das Video nicht angelaufen. Es tut mir furchtbar leid. Aber ihr habt wirklich nicht viel verpasst. Das ist jetzt, oder ihr habt gar nichts verpasst. Den Dialog habe ich jetzt gerade gesehen, habe ich schnell noch eingeschaltet und habe da auch nichts verpasst. Also es tut mir echt leid und ich hoffe, das funktioniert jetzt einwandfrei. Ich gucke auch immer vorsichtig rüber, nicht, dass da irgendwas nicht passt. Und folgen jetzt der schwarzen Spur. Wie gesagt, nochmal für YouTube. Wir haben ja unseren Kameraden verloren und müssen jetzt schauen, dass wir den wieder zurückkriegen und haben jetzt die mysteriöse Frau kennengelernt, die uns hier das überreicht hat. Mal schauen, was wir jetzt machen müssen. Ich habe nicht keine Ahnung. Ist es das, was sie mit unserer Verbindung meinte? Einfach verrückt. Ah, okay. Der schwarze Rauch führt uns jetzt quasi zu unseren Kameraden. KK ist am anderen Ende. Wir sind echt noch verbunden. Seine Kraft ist noch in mir. Ich hoffe, das ist so ein bisschen so ein Safe-Spot. Ich schaue nochmal nach, ob ich von meinen Fertigkeiten kann ich die Pfeile aufstocken. Das wollte ich das letzte Mal noch machen. Nee, da brauche ich nur 5 Stück. Okay, 5 Levelpunkte. Schade. Wo kommt denn der Baum jetzt auf einmal her? Hatte ich hier nicht alles schon gelöst? Aber egal, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Stimmt, noch ein paar Münzen habe ich eingesammelt, aber das war's. Wie gesagt, man hat nicht wirklich was verpasst. Durch den Clipper laufen wir jetzt mal nicht. Da ist so eine Gredings. Kann ich da hoch? Oh. Ach so. Ich kann auch nicht mehr anvisieren und hochgehen. Alles klar. Gut. Das geht auch nicht. Ich dachte vielleicht über die Dächer, aber das bringt uns auch nichts. Wir können auch nicht schweben momentan. Aber Kohle einsammeln. Das geht noch. Also dafür, dass wir wirklich schutzlos sind, haben wir auch verdammt viel Glück. Es sind echt wenig Gegner hier auf der Straße. Ich hätte mit mehr Problemen gerechnet. Sagte ich und dann steht da eine Truller. Na toll. Natürlich müssen wir da an der vorbei. Aber die können wir mit einem One-Hit wegmachen. Und weg ist sie. Kann ich das Fleischerbeil? Nein, kann ich nicht. Das würde ich gerne noch mitnehmen. Oh, da ist nochmal Kohle gewesen, oder? Ja. Das nehmen wir auch noch mit.
Für so einen Satz Pfeile, da bist du ja auch gleich 3.000, 4.000 von diesen Währungen los. Das ist schlecht. Wo? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Hey, schieß doch! Die mache ich sicherheitshalber weg. Die sind nämlich garstig. Die will ich nicht haben. Die machen richtig, richtig Schaden. Moment mal. Doch, da ist der Rauch. Ich dachte gerade, ich laufe hier mutig in die Richtung und... bin total falsch. Hallo, Hundi! Pass auf, ich kann dich nur mal kurz streicheln, okay? Futter habe ich jetzt auch dabei, aber ich kann es dir nicht geben. Aber du bist ein süßes Ding. Oh, bist du niedlich. Ja. Oh, guck mal, der will auch irgendwas sagen. Was hast du? Ist Egon aus der Tonne, oder was? Ach, der in der... Oh, kennt noch einer, Dings? Oh, wie hieß denn der? Rabensieben? Ne, Siebenraben, irgendwie sowas. Da gab es doch so einen komischen Koffer. Das sieht auch so ein bisschen danach aus. Aber gut, egal. Wenn ich wüsste, ne, würde ich einfach nur durchrennen, aber ich weiß halt nicht, wo die ganzen Gegner rumlungern. Noch ein Hundi? Streicheleinheit gibt's später. Ach, die Geister sehe ich jetzt auch wieder, aber einsammeln kann ich die wahrscheinlich nicht, ne? Und mal schauen. Doch, das geht sogar. Ja, dann können wir doch gleich mal hier alles abgeben. Natürlich. Ich erhoffe mir, dass wir Erfahrungspunkte kriegen, damit ich die Pfeile nochmal aufrüsten kann. Vielleicht jetzt in dieser Situation ganz hilfreich. Oh. Ist er hier? Oh nein. Die halten mich nicht auf. Wenn ich Mari retten will, KK, dann brauche ich deine Kräfte. Dann mal los. Ich bin mir ja da nicht so sicher, ob die mich nicht aufhalten können. So, kriege ich die mit einem Schuss weg. Ja, okay. Gut. Die gelbe werde ich nicht wegkriegen mit einem Schuss. Wo ist denn jetzt hier Kollegas? Das gefällt mir alles ganz und gar nicht. Aber ich sehe halt nichts. Ne, schieß doch! Warum lässt er mal los? Shit, der braucht zwei Schüsse. Ah, okay, die raffen nicht, wo ich bin. Das ist gut. Ich dachte, die wissen automatisch, wo ich dann bin. So, wo ist denn unsere gelbe Troller? Da hinten. Interessiert mich gerade nicht. Was muss ich jetzt machen? Och nö, ey, ich muss die jetzt nicht auslöschen, oder? Oh Gott, scheiße, die kommt. Achso, nee, ich war ja noch gar... Shit! Das war ungünstig. Okay, und ich kann nicht rüber! Moment, ich bin waffenlos. Oh Gott. Au. Was? Das war fies.
schieß doch bitte, ich hab doch losgelassen. Okay, auch die braucht zwei Schüsse. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich das überlebe. Was ist denn das? Achso, Zauberessen. Das nehmen wir gleich. Das ist... Das ist das Dreieckzeugs. Okay, Ich weiß immer noch nicht, wie ich das andere hier auswähle. Du gibst mir keine Pfeile, ne? Wir versuchen mal nicht den direkten Weg. Ich habe nicht nur noch 6 Pfeile, das ist ungünstig. Ich habe wieder mehr Pfeile. Natürlich steht da wieder einer. Da steht eine ganze Kohorte. Er lebt noch. Schön unten bleiben. Korrekt. Schön unten bleiben. Komme ich hinten da in das komische Haus rein? Da muss ich die jetzt echt alle wegmachen. Mach, hör doch auf. Natürlich läuft da noch einer rum. Warum machst du das manchmal? Das ist sehr ungünstig. Nein, jetzt lade doch nicht wieder auf! Das ist schlecht. Wie viel verträgt denn der? Okay, jetzt haben wir hier einen Krieg angefangen. Darf maximal noch einer hier sein. Sonst habe ich echt ein Problem. Ich verschwinde besser. Yep. Ey, was hätte ich denn gemacht, wenn ich nicht den Bogen aufgelevelt hätte? Okay, wir sind drin. Ich hoffe, das war's. Schon da? Hat lang genug gedauert. Woher wusstest du denn, dass ich dich retten würde? Retten? Spiel dich mal nicht so auf. Du bist hier, weil du meine Kräfte brauchst, oder etwa nicht? Wo hast du... Eine Frau in deinem Versteck hat mir das gegeben. Dann lebt sie also noch. Nein. Tot, aber mischt sich immer noch ein. Ist das deine Familie? Ist das... Sind sie der Grund? Das geht dich nichts an. Alles, was zählt, ist, dass wir auf derselben Seite stehen. Du und ich. Ich hebe es für dich auf. Also, kommst du jetzt mit, oder was? Bittet man so um einen Gefallen? Ich bitte dich nicht. Das ist ein Angebot.
Und wir haben beide keine Wahl. Hoffentlich bereust du es nicht. Sei so gut und stell dich vor. Okay, Rachel. Ich bin auch ganz lieb. Natürlich! Was? Muss es denn V? Hä? Ich drück V. Was willst du mit V? V in Einklang bringen. Ich bringe hier alles im Einklang. Ach, jetzt? What? Was habe ich denn da jetzt gemacht? Kann ich das nochmal machen? Nee. Ey, wie ging das mit dem V? Alter, wieso kommst du schon wieder raus hier? Geh kaputt. Das war unglaublich. Mit vereinten Kräften können wir das Unmögliche schaffen. Was war das denn? Ah, jetzt kommt die Erklärung. V in Einklang bringen. Wenn Akidos Resonanz mit KK das Maximum erreicht hat, drücke V, um sie in Einklang zu bringen. Dadurch wird die SK für ätherische Weben komplett wiederhergestellt. Außerdem wird eine gewaltige Schockwelle ausgelöst, die kleine Gegner wegschleudert und größere betäubt. Zudem wird es im Einklang einfacher, die Kerne von Besuchern freizulegen. Ach, guck mal einer, schau. Ey, was denn jetzt? Was zum... Das Ritual begonnen. Mari. Keine Zeit zu verlieren. Los! Mission beendet. Körper und Geist. So, ja, und hallo Daniel. Ja, natürlich fleißig. Hallo, ich will das jetzt spielen und durchhaben. Jetzt will ich wissen, wie es weitergeht. Das Licht kommt aus dem Nordosten. Zuerst müssen wir diesen Ort reinigen und den Nebel vertreiben. Okay, aber ich habe eine taktische Jacke und sowas bekommen. Macht das irgendwas Besonderes? Oder ist eine Nebenquest? Noch eine Nebenquest? Noch mehr Nebenquests? Viel mehr Nebenquests? Gut, wir haben erstmal jede Menge Nebenquests zu lösen. Inventar. Kleidung. Ach so, jetzt. Also statt Zelt ist es jetzt dunkel. Sieht er jetzt da cooler aus? Ich meine, mit so einer Bauchtasche sieht keiner cooler aus. Aber hey, wir laufen mal mit dem aktuellen rum. Okay, das heißt, wir müssen das mal wieder reinigen. Das heißt, wir fangen jetzt wieder den ganzen Quatsch von vorne an? Dürfen wir jetzt wieder... Oh Mann. Wer? Rinko? So weit würde ich nicht gehen. Das heißt? Wir sind nur Kollegen. Wir arbeiten zusammen, das war's. Sammeln wir erstmal die ganzen Geister ein.
Also ich glaube, diese Zettelchen, die wir da haben für Geister einsammeln, brauche ich glaube ich nicht mehr weiter zu kaufen. Ich denke, die werden wir so jetzt erstmal nicht schnell vollkriegen, ne? Oh, da ist doch noch hier. Das will ich doch haben. Und hier hinten nochmal Muni auffüllen. Ah, das ist die Katze. Ich denke jedes Mal, was ist das für ein Gespenst hier schon wieder? Nee, warte mal. Hier, den Knopf. Was hast du denn Schönes? Oh, ich kann wieder was abgeben. Ah, Sportwagenmodell. Nehmen wir. Weg mit. Für 1200. Das ist ja nix. Ja, 5000. Ist ein bisschen mehr. Ja, ja. Viel Spaß damit, ne? Würde ich sagen, machen wir doch gleich mal die erste Nebenquest. Wie zu weit gegangen? Moment, ist das schon wieder Nebel? Das ist halt echt gleich schon wieder überall Nebel. Das ist doch nicht euer Ernst. Nee, die Stellen, die wir hatten, die sind frei. Ja, okay. Also, Herr Kamerad, was hast du denn für uns? Das Wort Uni kommt ja auch von unten. Das bedeutet ungesehen. Wenn früher etwas Schreckliches passierte, hat man die Ungesehenen verantwortlich gemacht. Kann einem ja echt leid tun. Wo hast du diesen Oni gesehen? Also, da drüben war ein Hund mit einem Heißkopf. Ich habe ihm einen Kibidango gegeben und er hat den Oni gerufen. Ein Hund, der Kibidango mag? Klingt wie aus dem Märchen Momotaro. Jetzt auch noch Hunde? Langsam reicht's. Warte, hast du mehr Angst vor Hunden als vor Oni? Ich? Auf keinen Fall. Schon gut, war ein Witz. Okay, Suche nach dem Hund mit Halstuch. Ach da, irgendwo. Das muss ein Oni gewesen sein. Wo ist denn mein lieber Hund mit Halstuch? Oh, guck mal, da ist Wuffi. Wuffi mit Halstuch, da ist er doch. Das ist der. Schickes Halstuch. Ja, ne? Komm, lass dich mal streicheln. Oh, bist du ein Feiner. Oh, bist du süß. Ja, das gefällt dir, ne? So, hast du was zu sagen? Hey, du Köter. Wo finden wir hier einen Oni? Das verrät er uns, wenn er... Okay, hier habe ich. Habe ich bestimmt. So, was ist denn bitte ein Oni? Ist noch ein Hund. Freie Fläche. Wird nicht lustig. Ist er hier? Okay, mach mal. Was machen die Viecher denn hier? Oh nein! Beschützt den Hund. Oh Gott, ich schieße mit dem Falschen. Okay, ich muss hier erstmal nachladen. Wo kommt der denn noch? Lass mal den Hund in Frieden jetzt. Aua. Nein! Ich dachte, ich kann noch einen Schuss ansetzen. Arena-Kämpfe. Ach ja, wer liebt sie nicht? Hab ich doch schon. Weißt du, wo wir einen Oni finden könnten?
Ja, komm hier. Was mache ich denn jetzt? Ich bin aber auch gar nicht voll mit Lebensenergie. Ne, warte mal, jetzt laufe ich aber im Falschen hinterher. Das ist der Richtige. Na komm, ruf deine Art, deine Kollegas. Was machen die Viecher denn hier? Na, Kito, beschützt den Hund. Aua, was ist denn jetzt? Ah, okay, okay. Da können wir das damit erhöhen. Alles klar. Na, come on. Ja, ja, mach ich doch, ich arbeite dran. Der Hund ist so gut wie down. Ja, schieß doch mal bitte. Aua, nicht du. Oh, wow, wow, wow. Ich habe aber ganz schön... Ja, es tut mir leid, mein Kleiner. Wir brauchen den Hund für den Oni. Es tut mir echt leid. Okay, dir geht's wieder besser? Jetzt sicher. Ja, dann ruf ihn mal jetzt. Oni, wo bist du? Oh, was bist du denn? Ein echtes Oni. Es war furchtbar. Die haben einfach keine Ruhe gegeben. Deswegen haben sie dich angegriffen. Wenn du sie uns überlässt, sollten sie dich ab jetzt in Ruhe lassen. Genau. Du kannst uns vertrauen. Versprochen. Wir haben Oni-Kräfte, was auch immer das bedeutet. Okay. Geil. So, da war doch noch ein Hund. Ach, der ist jetzt weg. Okay, Nebenquest erledigt. Nächste Nebenquest. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Ah, wo ist die? Da waren doch noch einige. Nebenmission hier. Ach, ich merk's mir aber auch nicht, dass ich nicht rechte Maustaste drücken darf. Hä? Wo ist jetzt hier? Hallo? Ach da. Oh Gott, ist die weit weg. Da waren doch noch mehr. Da ist noch eine. Und da, okay, ja, macht Sinn, dass wir nur erstmal die machen. Was war das? Enter, okay. Dann wieder zum Krankenhaus. Oh, hey, Junge. Junge, vor allen Dingen. Junge. Hallo, kleiner Hund. Ja, ja, ich hab genug. Komm, hau rein. Gib mir den Schotter. Gib mir deinen Schotter. Aber streicheln will ich dich trotzdem nochmal. Oh, das war aber jetzt nicht weit weg. Ja, 980. Oh, ist brav gemacht. Da kriegst du nochmal einen Streichler von mir. Ja, 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 ja. Hast du eine große Nase.
So, und ab geht's. Nebel. Nebel böse. Also können wir nicht schnell reisen, sagt man? Nee, das nimmt sich nichts, ne? Das nimmt sich so überhaupt nichts. Können wir auch laufen. Einfach die Hauptstraße lang, okay. Hä, wo? Was? Wo denn? Ach, da oben. Die Geister, die kriegen wir noch. Ja. Es ist immer echt gut, dass wir noch jede Menge Essen finden. Wo denn? Was denn? Hallo, du kleine Nervenbalk. Boah, wie lange braucht das, bis unsere Superfähigkeit wieder aufgeladen ist? Das müssen wir schon einige extrahieren. Oh shit, da kommen noch ganz viele. Was, Karate oder was hier? Dropkick? Die hören aber auch nicht auf, ne? So, da sind wir doch gleich da. Einmal noch die Goldtöpfe. Ganz wichtig. Feine Pfeile nachkaufen. Ist hier zufällig ein Laden? Och nö. Ach, nicht ihr schon wieder. Hä? Na, ah, und erwischen tut sie mich trotzdem noch. Bist du nicht ein Laden? Ist hier ein Laden in der Nähe? Nee. Schade. Pfeile muss ich noch nachkaufen. Ganz wichtig, Pfeile. Wir müssen weiter. Aber dann gehen wir erstmal ins Krankenhaus. Was? Oder du sparst weiter. Deine Sache. Sag mal, heißt der Geist Daniel, der mich jetzt hier nervt, dass ich leveln soll, oder was? Ja, hallo, ich habe gerade mal 10 Punkte, das kannst du vergessen. Ich will doch noch mehr Bogendings haben. So, können wir diesen Supermove nochmal hochleveln? Gibt es da so eine Methode? Nee. Könnten wir Talismane? Talismane könnte ich mal öfter benutzen, die vergesse ich ja jedes Mal. Tempo erhöhen. Ich glaube, ich sollte dann eher so die... Zusätzlich erhöht Dauer und Gegenstände freilegen. Okay. Gibt es das, wo ich schneller absaugen kann? Ja, hier. Das könnte ich mir sogar holen. Wir müssen jetzt noch mehr absaugen, damit wir unsere Superfähigkeit starten können. Was jetzt? Ich kann nicht zum Krankenhaus zurück. Wirklich? Ich konnte entkommen, aber jetzt kann ich nicht zurück. Ist in der letzten Zeit was Ungewöhnliches passiert? Nun, da war dieses Mädchen, Misaki, im vierten Stock. Nach ihrer Augen-OP hatte sie Schlafprobleme. Sie soll unter starken Schmerzen gestorben sein. Ihr Leiden könnte die Verderbnis verursacht haben. Wir können es nicht ignorieren. Ja, komm, dann gehen wir noch ins Krankenhaus und, machen das mal clean. Das Mädchen sollte im vierten Stock sein, richtig? Ui, da laufen sie schon alle rum.
Komm, wenn ich wenigstens einen rausnehmen kann. Wie, das habt ihr alle gesehen? Oh ja, das geht ganz schön schneller jetzt. Okay, das ging fix. Ich glaube, dann spare ich nochmal auf Extraktion. Dann können wir nämlich etwas wilder mit unseren Superfähigkeiten umgehen. Was haben wir denn hier? Da waren wir doch schon. Da war ja das letzte Mal auch schon nichts drin. Na gut, dann ab in den vierten Stock. Schleichen wir uns wieder hoch. Ich will halt ungern jetzt einfach da um die Ecken rennen. Nicht, dass die Viecher permanent jetzt hier warten. Soll mich das jetzt aufhalten oder was soll der Quatsch? Ach, ich kann den Fahrstuhl nehmen. Ach, jetzt geht auf einmal der Fahrstuhl. Na dann, hoch mit uns. Plagende Visionen. Mhm. Dim, dim. Was? Das Game ist gecrashed. Okay. Das hatte ich auch noch nicht. Dann. So. Hallihallo zusammen auf YouTube. Ja, man hat es gemerkt beim letzten Mal. Da war ein Crash. Oh, das Spiel ist abgestürzt. Ich habe jetzt wieder zu der Stelle gespielt, das war nicht weit und wir gucken jetzt mal, ob es uns jetzt weitermachen lässt. Oder ob das Spiel sagt, nö, Fahrstuhlfahren ist heute nicht mehr. Okay, ich darf weitermachen, das ist schön. So. Alles okay? Denkst du an deine Schwester? Ja. Ich bin so ein Feigling. Ach, das war gar nicht die Queste. Doch, das war die Queste. Ach nee, da unten ist die Karte, die Landkarte. Okay, okay. Dann schauen wir mal. Wir schleichen einfach mal weiter. Ich habe keine Lust, dass die aus den ganzen Türen da rausspringen. Obwohl das nicht so aussieht, als ob da überhaupt noch was aufgeht. Mache die Türen auf. Okay. Langer Gang. Sehr dunkel. Also nicht sehr dunkel, aber sehr spärlich beleuchtet. Das ist meistens ein Zeichen für, es wird alles wunderbar. Oh. Hey, Kleine. Wie kann ich dir denn helfen? Bist du Misaki? Warum kannst du nicht schlafen? Ich hatte so eine Augen-OP. Und jetzt sehe ich immer diese gruselige Frau, nicht meine Augen zu machen. Eine Hornhauttransplantation. Sie sieht, was der ursprüngliche Besitzer dieser Augen zuletzt gesehen hat. Im dritten Stock gibt es eine Tür, die immer zu ist. Aber manchmal kommt da die gruselige Frau raus. Keine Sorge, ich mach das schon. Eine Hornhautspende und eine seltsame Tür. Vielleicht finden wir was im Dienstzimmer im dritten Stock. Ich bin ein Spezialist darin, gruselige Frauen in den Arsch zu versohlen. Jedenfalls in dem Spiel. Was haben wir denn hier? Oh, dann wieder so ein Sammelding. Papierkranig. Ein quadratisches Stück Papier, das sorgfältig zu einem Kranig gefaltet worden ist. Können wir bestimmt wieder eintauschen. Für Kohle. Okay, wir müssen runter in den dritten Stock. Ja, waberndes Licht. Das ist immer ein sehr gutes Zeichen für, es ist alles in Ordnung. Das hatten wir, glaube ich, schon. Ja, genau. Das hatten wir auch schon gelesen. Dann schleichen wir mal vor. Wie die Schweinenasen hier einfach spawnen?
So. Da kommen wir nie vorbei, oder? Ohne dass die uns sehen. Hahaha. Nix war's mit Krankenbesuch. Oh. Okay. Das wird schwieriger. Ja, dann komm, was soll's. Ach, wie der jetzt. Muss der jetzt hier anrennen? Unnötig. Sehr unnötig. Wie er immer diese Fingerbewegung macht, damit er hier seine Fähigkeit wieder einsteckt. Macht er eigentlich immer die gleiche oder ist es bei Wasser was anderes? Mal gucken. Komm, pack sie wieder ein. Ja, ist wieder was anderes, oder? Und bei Feuer? Ja. Schönes Detail. Njam, njam, njam. Oh, da ist eine Slenderman-Parade. Ja klar, drehst du dich jetzt wieder um. Natürlich. Ich weiß. Oh oh. Muni los. Ich muss mehr von diesen Statuen finden. Ich brauche mehr Muni-Slots. Das sollte reichen. Das sollte reichen. Für was? Achso, warte mal. Wo muss ich jetzt hin? Ah, okay. Wir laufen jetzt quasi einmal den kompletten Weg zurück, wie wir am Anfang des Spiels hier reingelaufen sind. Ich verstehe. Oh nein, ach komm. Das musste jetzt unbedingt sein, ne? Jetzt. Sich einfach umdrehen. Ach ja, wir sind jetzt in der Kugelküche. Also sorry, für ein Krankenhaus ist die Küche echt, fragwürdig. Nennen wir es mal fragwürdig. Ein bisschen was essen. Da hinten steht einer. Lass mich raten. Ich gehe hin. Er dreht sich um. Und dann ist die Kacke wieder am Dampfen. Natürlich nicht. Okay, jetzt haben wir wenigstens wieder grüne Muni. Ein bisschen was. So, jetzt müssen wir hier... Vielleicht finden wir hier etwas zu den Mädchen. Ja, richtig. Vielleicht finden wir auch hier die böse Frau. Huch. Was ist das denn? Shisa-Statue. Statuen von legendären uginavischen Kreaturen, die das Böse fernhalten sollen. Okay. Wird alles eingetauscht. Brief an Krankenhausdirektor, das hatten wir schon gelesen. Schichtprotokoll. Die junge Misaki leidet seit ihrer Hornhauttransplantation unter Schlafstörungen. Jede Nacht benutzt sie den Rufknopf, um uns zu sagen, dass sie eine gruselige Frau sieht, wenn sie die Augen schließt. Wir halten das für eine Art postoperatives Delir. Falls ihre Symptome anhalten, sollten wir einen Psychiater hinzuziehen. Moment, diese gruselige Frau, die war doch hier auch schon erwähnt in dem Operationssaal, oder? Mal gucken, bitte verriegeln Sie den Operationssaal. Genau. Da war doch auch schon eine gruselige Frau. Das wird wahrscheinlich unser... Oh, Essenspaket. Das wird unser Feind sein. Suche nach Dokumenten. Haben wir nicht schon alle? Da ist noch was. Kenda Owada, Bericht zum tödlichen Unfall.
Kenta Obata wurde mit einer Fraktur des rechten Oberschenkelknochens Knochens eingeliefert. Die Behandlung verlief zunächst erfolgreich und es stand kurz vor der Entlassung. Am Morgen des 23. Juli wurde seine Leiche in einem Operationssaal aufgefunden. Die Todesursache ist unbekannt und es konnte keine Anzeichen von externen Traumata festgestellt werden. Da Herr Obata als Organspender eingetragen war, kam er als Spender für eine bevorstehende Hornhauttransplantation in Betracht. Aha, der Kreis schließt sich. Zum Zeitpunkt des Funds der Leiche gab es Berichte über unerklärliche Vorkommnisse im Operationssaal. Aufgrund der großen Anzahl an Augenzeugen wird der Zugang zum Saal bis auf weiteres gesperrt und die Tür mit dem Passcode versehen. 74398. Ich schreibe den mir auf. Moment. Ich habe ja alles Mögliche da, ne? So. Kurz am Stift lecken, dann will ich noch nicht schreiben. 7, 4, 3, 9 und die 8. Okay. Nehmen wir das ganze Geraffel darüber. Dann. Dieser Ova da könnte Misakis Hornhautspender sein. Wir kennen jetzt den Passcode. Probieren wir ihn an dieser verschlossenen Tür aus. An welcher verschlossenen Tür? Ach, da. Wahrscheinlich habe ich den ganzen Quatsch umsonst aufgeschrieben. Das muss die verschlossene Tür sein. Ah, na gut. Gut, sehen wir mal rein. Oh, die haben das aber echt sehr dramatisch versiegelt. Aber auch nicht nur diesen Raum, die haben ja alles versiegelt hier. Oh, das ist kein gutes Zeichen. Das ist kein gutes Zeichen. Ich nehme gleich mal hier die Superpower. Ist da jemand? Vielleicht können wir die auch von hinten erwischen. Nein, ich will nicht den Bogen ausrüsten. Wo ist sie? Die Stiefel doch hier irgendwo rum. Ist sie das? Schauen Sie es mal anderweitig um. Und Muni sammeln. Ich befürchte, wir werden alles brauchen, was wir finden können. Oh ja, kommt jetzt der Toilettenhorror. Ach, ich kann die Türen gar nicht aufmachen. Sehr beruhigend. Alles vollgemüllt. Hä? Wo sind wir denn da jetzt reingeraten? Okay, das ist voll. Das können wir nehmen. Ah ja. Dran denken, wir haben die Superfähigkeit. Ganz wichtig, wir haben die Superfähigkeit. Ich sehe es immer noch. Was siehst du denn? Das ist nur ein Geist zum Reden. Wir müssen nicht kämpfen. Moment, bevor ich mit dir rede. Moment, bevor ich mit dir rede. Also, mein Gutste, was ist denn mit dir los? Ich bin gerade hier aufgewacht. Diese Monsterfrau hat mich angegriffen. Ihr Abbild hat sich in meine Netzhaut gebrannt. Ich sehe sie überall.
Interessant. Dann müssen Sie der Spender sein. Spender? Was soll ich gespendet haben? Ein Mädchen hat ihre Hornhaut bekommen und hat jetzt das gleiche Problem. Nein, sie leidet wegen meiner Augen? Wenn wir nur gegen das Monster etwas unternehmen könnten. Vielleicht kann dann wenigstens das Mädchen entkommen. Das ist alles wie ein Albtraum. So oder so können wir hier nur weg, wenn wir sie erledigt haben. Sieht ganz so aus. Suchen wir sie. Finde das Monster. Ich befürchte, das Monster wird uns finden. Ich denke mir hier... Ach, du bist es! Oh Gott, hör doch mal auf! Hallo! Na, hat dir das geschmeckt? Oh. Wie viele Schüsse brauchst du denn? Aua. Was? What? Manche Besucher können Akito und KK mit ihren Angriffen voneinander trennen? Sind sie getrennt, verliert Akito den Angriff, den Zugriff auf viele Kampffähigkeiten, unter anderem ätherisches Weben. Okay, um wieder mit KK zu verschmelzen und alle Fähigkeiten zurückzulangen, näher dich KKs Geist und drücke blablabla Knopf. Wenn er zu weit weg ist, kannst du mit dem Faden. Okay. Ja, klar, bin tot. Die hat uns getrennt. Was ist denn das für ein Biest? Die hat uns quasi aus dem Leben geschnitten. Nö, das ist nicht dein Ernst. Mach Platz. Ist da jemand? Ja, kleine Scherenschwester. Okay, wir speichern dann vorher nochmal ab. Ich muss zugeben, ich bin aus anderen Spielen ein bisschen bevorzugteres Speichersystem gewohnt. Aber es macht ja nichts. Können wir ja schnell nachholen. Nein, nicht schießen. Du sollst hier das hier machen. Der ist voll. Ja, gleich. Ach nee, warte mal. Hier, so. Okay, einmal speichern. Ach, ich kann nicht speichern. Das ist ja voll geil. Ich muss den ganzen Case dann immer wieder machen. Ja, ja, ist okay, komm. Bin geladen, mein Fräulein. Wie viel verträgt die? Jetzt haben wir sie. So war das eigentlich sofort geplant eigentlich. Das ist unfassbar. Ach ja, hallo? Ich wollte nochmal mit dem anderen reden. Sind wir wieder auf der Station? Der Einfluss des Monsters muss nachgelassen haben. Hallo ihr beiden. Na, alles okay? Jetzt die Augen schließen. Alle beide. Musst du alles nicht. Gut. Ich bin so froh. Es ist furchtbar, dass du meinetwegen leiden musstest. Das ist nicht ihre Schuld. Nur dank ihnen kann ich sehen. Das zu hören ist mehr, als ich mir je erhofft hatte. Aber ihr zwei seid hier die wahren Helden. Danke, danke, danke. Jetzt können sich hoffentlich mal wieder alle ausruhen. Ja, das hoffe ich doch.
Oh. Kamerafilter Bleistift. Was ist denn Kamerafilter Bleistift? Kann ich in den Optionen den Kamerafilter reintun? Irgendwas mit Filter? Nö. Was ist denn Kamerafilter Bleistift? Oh, 500 Geister, das ist doch mal ein Wort. Du bist in Sicherheit. Nochmal 500. Da waren wir ja schon drin. Was ist denn Kamerafilter? Was ist denn das? Komisch. Na, guck mal, wir könnten das Porträt des Geistes abgeben. Ausgeleierte Socken? Okay. Nächste Nebenquest, würde ich sagen. Nächste Nebenquest. Achso, warte mal. Können wir nicht mit dem Fahrstuhl da hinten fahren? Hier. Hier. Ding, ding. Oh, das Spiel wieder abstürzt. Ich kann nicht speichern. Wieso kann ich denn hier nicht speichern? Ich muss da draußen stehen. Okay. Auch nicht schlecht. Erster Stock, bitte. Danke. Lassen Sie mich mal, Obi. Das hatten wir schon. Ja, Moment. Muni. Sehr schön. Ein Feuerding wieder. Ihr habt wohl das Monster besiegt, das das Krankenhaus heimgesucht hat. So was von... Habe ich gern gemacht. So, wo ist die nächste Nebenquest? Nebenqueste. Wir hatten nur noch zwei. Da ist eine. Wo ist die zweite? Die war doch irgendwo auch da. Ach, da. Da können wir doch einfach direkt hier hinbeamen. Wie ging das nochmal? R, glaube ich, ne? Ja. Wir gehen direkt dorthin. Muss ich natürlich nochmal aufmachen und muss mir die Queste auch markieren. Einer nach dem anderen. Mhm. Oh, Sakko, Skinnyhose, Lederschuhe, 500 Geister und 3 Maikas. Mach das Würstchen. Dann rennen wir mal durch. Achso, laufen wir zufällig an einem Laden vorbei. Was war das jetzt eigentlich hier nochmal? Opferkasten, nee. Da ist ein Laden direkt nebendran. Auch Pfeile. Bevor wir zur Queste gehen. Hallo, Muschi Muschi. Ach nee, warte mal, hier. Nicht schlafen, mich bedienen. So. Einmal komplett ein Satz. Betäubungstalismane. Nehmen wir auch noch einen mit. Einen kompletten Satz bitte. Kostet richtig Geld. Diese Talismane lenken Gegner durch Geräusche. Ach was. Nehmen wir alle. Nein. Das ist ja cool. Damit kann man sich vor Gegnern verstecken. Ach was! Warum sagt er mir das jetzt erst?
Ja, die brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Dicke ich Talismane. Talismane beschwören ein Gebäude. Quatsch, beschwören ein Gebüsch, durch das Besucher nicht hindurchsehen können. Ein solches Gebüsch bietet Deckung, um sich unbemerkt an Gegnern vorbeizuschleichen. Ach, das fällt uns ja früh ein, aber schleichen ist ja langweilig. Köder-Talismane verursachen beim Aufprall ein lautes Geräusch und locken Besucher in die Nähe. Das ist sehr gut. Ich hasse es, beim Einkaufen zu warten. Ich hasse es, immer das Gleiche von dir zu hören. So, Nebenquests. Hier können wir doch eigentlich alles viel schneller auswählen, ne? Genau. Köder-Talisman. Eins fehlt noch. Betäubung, Bogen, Feuer, Dickicht-Talisman, okay. Hält dann das Spiel eigentlich an? Oder verlangsamt das? Nee, es hält an. Okay. Nee, stopp. Vielleicht sollte ich damit ein bisschen mehr arbeiten. Hey, Mizi. Ja klar, jetzt bricht eine neue Ära für die Katzen an. Du träumst doch. Nee, du wirst nicht gestreichelt. Du bist ja... Du willst hier die Welt unterjochen. Ey, kleiner Hundi. Wie sieht's aus? Jo. Hau rein, Kumpel. Mach schön langsam. Nee, friss mal schneller. Ich will dein Loot haben. Gerne. Und jetzt findest du was für mich, gell? Sehr schön. 770. Ja, okay, du warst profitabel. Hier lang müssen wir. Jetzt ist aber mal genug. Komme ich hier vorbei? Nee. Wieder einmal außenrum. So, da ist unser nächster Geist. Nein. Haben Sie denn eine Vermutung, was hier los ist? Nein, keine Ahnung. Ich habe mich so sehr um meine Arbeiter gekümmert. Dann ist es Zeit für einen Besuch. Wahrscheinlich war es voll der Arschloch-Chef, oder? Finde das Bürogebäude. Die Richtung. Waren hier die Golddinger? Ja. Als ob ich die vergessen hätte. So, Bürogebäude. Ach, da müssen wir rein. Okay. Unbewacht? Dafür sieht's innen drin ganz anders aus. Gehen wir rein. Da läuft noch einer rum, da ist noch einer, da ist noch mal ein Hund. Warum liegen denn da Blumen? Ich würde gerne noch den Geist hier schnell einsammeln. Wir müssen noch mehr von ihnen retten. Und jetzt gehen wir da rein. Ruhig, komm gleich. Erstmal muss hier die Quest gelöst werden. Das ist eine einzige Ruine. Aber hallo. Mal sehen, ob wir herausfinden, warum. Da ist einer.
Wie, nur eine? Dicker. Das ist aber was ganz was anderes. Jetzt leg dich doch mal frei. Okay, der hat aber ein paar Schüsse gebraucht. Holla, die Waldfee. Ja, dann können wir doch das gleich nehmen. Inventar. F. Einsammeln. So, wir sind ja die ausgemachten Toilettenkontrolleure. Wir müssen ja jetzt erstmal hier schauen, ob auch jede Klodeckel auch zu ist. Da gibt es keine Klodeckel. Okay. War da noch was? Ach nee, das war da oben. Oh, da sind doch noch einige. Okay. Also wir haben wieder einen neuen Gegnertypen entdeckt. Der war jetzt richtig zäh. Geht das wieder so Klippermassen? Was? 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 Wow. Das zum Thema ohne Fadenkreuz spielen. Beschwerde Großraumbüro. Wie kommen Sie nur darauf, dass flexible Arbeitsplätze die Kommunikation im Büro verbessern würden? Ich bin jetzt noch einsamer als vorher. Alle bilden ihre kleinen Büroklicken und ich werde ausgegrenzt. Okay, Mobbing am Arbeitsplatz. Das ist ziemlich hart. Vielleicht finden wir noch mehr. Suchen wir weiter. Yep. Also wir haben schon eins gefunden. Ach, wir müssen einfach nur solche Teile finden. Alles klar. Nehmen wir. Aufmunitionieren. Ganz wichtig. So, okay. Schauen wir, ob da was ist. Oh, da ist eine ganze Bagage. Da ist die Büroklicke. Eieiei. Ich würde ja mal. Ein Köder-Talisman benutzen wollen. Und jetzt rüsten wir nämlich Feuer aus. Lassen die alle mal daran laufen. Hi! Aua, 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 aua. Oh mein Gott, was mache ich denn? Ja gut, das hat semi-gut geklappt. Das sollten wir nochmal dran arbeiten, an der Taktik. Na, da sind ja noch mehr. Da kommen ja noch mehr von euch. Nein. Hui. Aber wir haben den Raum hervorragend geklärt.
Naja. Den Talisman hätte ich mir sparen können. Frustriert wegen Beförderung. Hä? Obwohl ich noch jung bin, wurde ich zum Manager befördert. Wohl wegen des neuen Leistungsbeurteilungssystems. Aber wie soll ich Leute managen, die alle älter sind als ich und mich nicht respektieren? Es fühlt sich an, als wolle jemand, dass ich versage. Es ist immer derselbe Trott, Kleiner. Kann das sein, dass es der Geist eigentlich doch gut gemeint hat, hat es aber, ja, taktisch sehr unclever gemacht? Dass es von ihm gar nicht beabsichtigt war, dass er die alle so, ja, in die Bredouille reintreibt. Quasi guter Wille, schlechtes Ergebnis. Wo geht's denn jetzt weiter? Unten? Wie kommen wir denn jetzt nach unten? Fahrstuhl? Nee. Ach, da waren wir schon drin. Hatten wir unten nicht schon alles abgegrast? Hier. Ach, nö. Wie mache ich euch denn jetzt? Kriege ich dich? Ach, ist doch alles zum Hühnermelken. Du heilst kein mehr, so, und du bist jetzt auch alle. Erst mir alles looten. Das wird reich. Japanische Puppe. Puppenmädchen mit traditioneller japanischen Kleidung. Können wir wieder eintauschen. Also wir müssen zwangsläufig auch die Nebenquests machen, um die ganzen Gegenstände zu finden. So, erstmal hier Nahrungszufuhr. Nein! Da drunter ist unser letztes Teil versteckt. Okay. Dann wollen wir mal. Wie? Nichts? Nada? Beschwerde-Überstundenregelung. Überstunden an bestimmten Tagen zu verbieten, ändert nichts an der Auftragslage. Die Kunden warten nicht auf den nächsten Werktag. Bezahlen Sie uns einfach die Überstunden, anstatt uns zu zwingen, zu Hause weiterzuarbeiten. Das ist halt wirklich so, ne? Der hat's eigentlich gut gemeint und hat's... Weniger Überstunden machen, wenn die Arbeit nicht weniger wird. Ach, okay. Komm. Ich glaube, ich erkenne ein Muster. Ich, ja, ich weiß, auch. Der Chef hat es wohl gut gemeint, aber ja. Naja. Die negativen Emotionen haben sich dadurch nur angestaut. Genau, das ist das Problem. Er hat es wirklich echt gut gemeint, aber hat es halt an den falschen Ecken versucht zu lösen, das Problem oder die Sachen. Ach, du armer Kerl. Habt ihr rausgefunden, warum sie alle weg sind? Ja, leider. Ja. Leider, ja. Den Angestellten haben ihre neuen Ideen nicht gefallen. Vielleicht hätten sie sich als Chef ein bisschen zurücknehmen sollen. Also hat ihnen mein Führungsstil nicht gefallen. Na gut, jetzt da ich es weiß, kann ich es ja in Zukunft besser machen. Ich schwöre, ich werde ein besserer Chef sein. Überarbeiten Sie sich nicht im Jenseits. War aber noch voll motiviert. ...255 sind etwa 500 Geister... Ach da. Das wollte ich gerade lästern. Eins nach dem anderen. Okay, wir haben ein neues Outfit bekommen. Ganz wichtig, müssen wir uns mal angucken.
Wo haben wir denn unsere Outfits? Inventar. Das. Oh. Wir sind im Business-Look unterwegs. Also, dass ich das wirklich immer nur so machen kann, das ist auch doof. Wollen wir mal im Business-Look unterwegs sein? Hässliche weiße Schuhe müssen sein. Ah, das wird jetzt eine interessante Kombi. Ah ja, cool. Nein. So. Jetzt haben die Geister mehr Respekt vor uns, weil Kleider machen auch Leute unter den Geistern. Wo sind unsere nächste Nebenquest? Eine haben wir ja doch, glaube ich, irgendwo noch. Da oben, ganz oben. Können wir da schnellstmöglichst hinbeamen? Ja, wenn wir durchrennen, sind wir schneller. Außerdem brauchen wir noch bisschen Loot. Hundi? Ich guck deswegen, weil manchmal zeigen die Hunde ja auch auf Statuen, die ich gerne mal übersehe. Hundi. Aber keine Statue in der Nähe, ne? Nee. Lassen wir mal Hundi sein. Ah, da ist doch diese komische Baustelle wieder. Die ist aber noch geklärt, oder? Also die müssen wir jetzt nicht nochmal machen. Ne, wir sind wieder ganz woanders. Oder? Ne, das ist die Baustelle, aber die ist sauber. Okay. Wo kommt ihr denn auf einmal alle her? Ja, pass auf, dann geben wir euch gleich mal ab. Wenn wir eh schon am Telefon sitzen. Ja, ja, komm. Wozu sammeln wir auch den Käse, wenn wir es nicht abgeben wollen? Oder gibt's Massenrabatt? Ja, ich muss dich echt enttäuschen. Ich werde nicht diese 240.000 Geister finden. Stufe 18. Oh, wir haben doch wieder bestimmt. Jetzt haben wir einen Levelpunkt gekriegt. 20 haben wir sogar wieder. Das ist gut. Ich würde nämlich diese Extraktion weitermachen wollen. Ja. Hat einen riesen Vorteil. Das bringt uns halt auch gleich noch Lebensenergie. Weil dann würde ich das als nächstes machen. Dann haben wir nämlich dann auch gleich wieder 15 Lebensenergie. Du solltest jetzt neue Fertigkeiten lernen können. Oh, danke. Ja, gerne. Das habe ich alles schon ausgegeben. Kaufen? Ach, guck mal einer an. Ich kann hier auch kaufen. Ah, gut zu wissen. Wohl sollten wir mal machen, oder? Das kostet ja eigentlich nichts. Dann haben wir wenigstens immer genug zu essen. Okay.